Ich habe immer den Wunsch gehabt, anders zu leben. Ich bin ein Mensch, der gerne reist und habe mich mit zunehmendem Alter in der DDR eingesperrt gefühlt. Die Verhältnisse in den 80er Jahren, in den Ausgangs-80er Jahren, haben sich drastisch verschlechtert und dieser Wunsch war schon sehr stark da. Ich bin Sabine Braun. Ich bin geboren in der DDR, aufgewachsen und bin im September 1989 mit meinem Mann nach Prag gefahren und habe den Weg über die Deutsche Botschaft genommen. Wir haben uns vom Sog der Geschichte mitnehmen lassen und dann wuchs dieser Wunsch, diese Gelegenheit wahrzunehmen und das Land zu verlassen, doch ganz stark an. Und das war dann eine ganz furchtbare Nacht für mich, als ich wusste, jetzt haben wir die Entscheidung getroffen. Es hieß ja auch, wir lassen unsere Familien zurück. Mein Vater lebte noch. Ich habe Bruder, Schwägerin, Cousine, Nichte verlassen und wir wussten ja nicht, ob wir sie je wiedersehen. Als wir die Grenzanlagen passiert haben, das war übrigens für uns das schrecklichste Erlebnis, diese zu sehen, wie sich dieser sozialistische Staat vor seinen eigenen Bürgern geschützt hat. Ich hatte es vorher schon immer gehört von Leuten, Freunden, die in den Westen fahren durften, aber wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat, was das für Grenzanlagen waren, da ist es eigentlich im Nachhinein noch ein Wunder, dass das Leute tatsächlich lebend geschafft haben in den vielen Jahren zuvor. Das war sehr schnell alles und wir haben dann auch sehr schnell eine Wohnung gefunden und es war eigentlich die schönste Zeit. Dieses Nichtshaben, mit einem Koffer irgendwo angekommen zu sein und sich jedes Stück peu à peu wieder anzuschaffen. Wir haben uns auch nicht verschuldet. Wir haben so gelebt, wie es gerade ging und haben von unserem ersten Geld eine Reise nach Rom gemacht. Gleich im Januar.